Raus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, Steuern zahlen tue ich nicht sehr gern. Ja, das Thema Nikoläuse bzw. Weihnachtsmänner hat ja auch auf deutschen Christkindlmärkten immer mehr zugenommen und das ein oder andere Kaufhaus hat sich jetzt auch schon einen Nikolaus angeschafft, der ja, da sage ich mal, bei den Kindern ja Geschenke verteilt oder natürlich hier auch ein bisschen ja aktiv ist im Bereich des Künstlerischen auf den Weihnachtsmärkten. Doch wie ist das eigentlich bei der Besteuerung von Weihnachtsmännern und was musst du dazu wissen, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal bei Steuern mit Kopf, dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Auf Facebook natürlich auch die Steuern mit Kopf Community. Da einfach die Beitrittsanfrage stellen und mitdiskutieren über Steuertipps, Steuernews und How-Tos zur Steuererklärung. Ja, das Thema Weihnachtsmänner, Nikoläuse und wie es denn alles heißt, ja, das hat auf deutschen Weihnachtsmärkten, wie gesagt, auch zugenommen. Und da ist es ja wirklich so, dass man fast an jeder Ecke dann schon einen Nikolaus sieht, der dann, ja, sag ich mal, hier Geschenke verteilt, ein bisschen Werbung macht für das Unternehmen, wo er gerade davor steht. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wie ist es denn eigentlich da mit der Besteuerung? Grundsätzlich ist es ja so, in den meisten Fällen werden bei Stoßzeiten oder an bestimmten Tagen Nikoläuse angestellt, hier meistens auf Minijob-Basis. Das heißt, die sind dann hier als Minijobber angestellt, sind zum Beispiel bei Samstagen oder an Freitagabenden, wenn, sage ich mal, Familien mit Kindern unterwegs sind, dann sind die hier immer in den, ja, in den Kaufhäusern unterwegs und der macht ein bisschen Stimmung, die Kinder freuen sich und alle sind glücklich. In den meisten Fällen, wie gesagt, sind das Minijobber, die hier unterwegs sind, die dann natürlich pauschal versteuert werden und diese müssen das dann nicht mehr in ihrer privaten Steuererklärung angeben. Alternativ dazu gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass man hier ganz einfach Festangestellte hat, sag ich mal, die das ganze Jahr fürs Unternehmen arbeiten, vielleicht im Verkauf, vielleicht an der Kasse und ähnliches und die haben dann sozusagen an Weihnachten noch die zusätzliche Aufgabe als Nikoläuse oder, sag ich mal, als Elfen oder Feen oder irgendwas einfach hier verkleidet rumzulaufen und dann ganz einfach die Kinder zu bespaßen. Das wären dann ganz normal sozialversicherungsabhängig beschäftigte Angestellte. Aber es gibt natürlich auch die professionellen Nikoläuse. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Denn wie gesagt, mittlerweile ist es auch schon so, dass natürlich hier sehr viele Nikoläuse das Ganze auch hauptberuflich machen. Denn man muss sagen, ähnlich wie man es ja kennt, sei es bei uns in Regensburg, Duld, Gäubodenfest in Straubing, also Hashtag nur Werbung, oder die Wiesen am Oktoberfest. Da gibt es Leute, die arbeiten, wie gesagt, dann sage ich mal 5-6 Wochen im Jahr, aber verdienen in dieser Zeit so viel, dass sie halt im Grunde das ganze restliche Jahr nicht arbeiten müssen, haben aber dafür wirklich während dieser Zeit, sage ich mal, ja, 7 Tage die Woche knapp 80, 100 Stunden, die sie Schicht schieben müssen, damit sie halt im Grunde den Rest des Jahres hier arbeiten, ohne Arbeit verbringen können. Und genau so gibt es natürlich auch Nikoläuse, die das machen. Die sind, sage ich mal, ab dem der erste Tag vom Christkindlmarkt losgeht, sind die wirklich dann von in der Früh um 10 bis abends um 10, also dann meistens die komplette Zeit irgendwo unterwegs auf den Christkindlmärkten, in den Kaufhäusern. Und wenn man sich das mal durchrechnet, das sind dann 6 Tage die Woche, dann mit den jeweiligen Stundensätzen, die die haben, da kommt schon einiges zusammen. Und dann darf man, wie gesagt, auch hier nicht vergessen, es gibt natürlich hier 2 Unterscheidungen. Manchmal sind es auch Schauspieler, die sich etwas dazu verdienen wollen und die dann in dem Zusammenhang natürlich dann als Nikolaus auftreten. Die sagen, das ganze andere Jahr sind die als normale Schauspieler unterwegs, sprechen Werbetexte ein und machen Sonstiges. Da gibt es aber eine haarscharfe Trennung und zwar der reine Schauspieler, der durch seine künstlerische Tätigkeit aktiv ist, der ist selbstständig. Vorsicht aber, es gibt auch viele Schauspieler, die nebenbei noch, sage ich mal, zum Beispiel Hörbücher einsprechen, die nebenbei noch Werbetexte einsprechen, die dann auch noch bei Werbespots auftreten und dann in diesem Zusammenhang halt keine, sag ich mal, künstlerische Freiheiten mehr haben, sondern hier in eine Rolle gezwängt werden, die sie dann auch ausführen müssen. In diesem Fall ist es wirklich so, dass man dann von der selbstständigen Tätigkeit, also von der reinen künstlerischen Tätigkeit, in eine gewerbliche Tätigkeit rutscht. Die Folgen sind grundsätzlich mal wenige, denn es geht hier bloß um die Gewerbesteuer in erster Linie. Aber wie gesagt, die Freiberufler haben natürlich noch andere Vorteile. Aber freiberufliche Tätigkeit ist nur derjenige, der wirklich zu 100% künstlerisch aktiv ist. Denn es gibt ja auch diese Abfärbung. Und deswegen sind die meisten Schauspieler, die dann Werbetexte einsprechen, Hörbücher, als Nikoläuse verkleidet, vielleicht dann auch an Ostern irgendwie oder an Geburtstagen, Weihnachtsfeiern und sonstiges, Betriebsfeiern und alles auftreten, diese sind dann meistens wirklich auch gewerblich tätig.
Und gewerblich tätig bedeutet natürlich zum einen, dass natürlich hier die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer auf denjenigen zukommt. Dann aber natürlich noch die Gewinnermittlung, die einen Überschussrechnung, eine Gewerbeanmeldung und dann natürlich die sonstigen Folgen. In den nächsten Tagen kommt hier noch ein Video online, wo ich das Ganze mal sehr ausführlich beschreibe, wie die einzelnen Einkünfte dann, sag ich mal, wieder der Ablauf ist und was du dazu wissen musst. Deswegen, das soll sich jetzt wirklich bloß kurz halten hier auf das Nikolaus-Video. Aber wie gesagt, das darf man wirklich nicht vergessen. Ein Punkt ist natürlich auch noch, dass hier, wie gesagt, dann eine Steuerpflicht natürlich vorhanden ist in allen drei Fällen. Also Minijobber, der hat die pauschale Besteuerung, hier 2%. Sozialversicherung, pflichtig abhängig Beschäftigte, sind natürlich diejenigen, die dann das ganze Jahr angestellt sind. Hier natürlich ganz normal die ganzen Sozialabgaben auch noch mit dazu. Der Gewerbetreibende, natürlich hier alle Steuern, Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Natürlich Steuersatz 0-45%, je nach Höhe des versteuerten Einkommens. Der Selbstständige, der ja, sag ich mal, hier künstlerisch aktiv ist, der vielleicht ein besonderer Nikolaus ist, der ist hier, wie gesagt, bloß in der Einkommensteuer steuerpflichtig und in der Umsatzsteuer. Aber natürlich auch hier in beiden Fällen Gewerbe und selbstständige Tätigkeit im Rahmen der Kleinunternehmerregelung möglich, wenn der Umsatz unterhalb von 17.500 Euro ist. Und dann kommen wir aber zu den ja ganz besonderen Nikoläusen, Weihnachtsmännern, über die sich ja, sag ich mal, die meisten dann auch immer gefreut haben und wo man gesagt hat, ja, ist das jetzt nicht Papa oder ist das jetzt nicht Opa gewesen? Genau, und zwar das sind die Nikoläuse, die, sage ich mal, die privaten Nikoläuse oder, sage ich mal, der Taufpate oder ähnliches, der dann am Nikolausabend dann auftaucht als verkleidet als Nikolaus. Und da muss man doch dann schon sagen, ja, wie sieht es denn dann aus? Der kriegt ja schließlich dann auch vielleicht, wenn es der lustige Onkel ist, ein Bier, der kriegt ein Essen oder wird vielleicht die Kosten übernommen, die er für die Anreise hatte, wenn er weit weg ist. Da ist es ganz besonders. Also da ist wirklich, das ist ein reines Privatvergnügen, Kostenerstattung und ähnliches für diese Aufwendungen fallen dann nicht hier irgendwie unter eine Steuerpflicht. Da ist es wirklich so, dass Opa, Oma, Opa, Onkel, natürlich wenn die Oma vielleicht eine zu krasse, rauchige Stimme hat, dann kann das vielleicht auch Oma machen. Aber grundsätzlich ist es so, dass hier, wie gesagt, diese Einkünfte, auch die Kostenerstattungen wie Anreise oder ähnliches nicht versteuert werden müssen, weil es im Grunde ein Nullsummenspiel wäre und das würde dann sowieso unter Liebhaberei fallen. Auch, wie gesagt, verwandte Freunde, die man dann am Abend von am 6.12. dann, sage ich mal, zu sich holt, auch die müssen das Ganze natürlich nicht versteuern. Und wie gesagt, sonstige Kostlogie und ähnliches ist da nicht wichtig. Ein Punkt ist natürlich, und das sollten die Opas natürlich aufpassen, aber natürlich auch die Väter, Onkel und sonst irgendwas, es gibt natürlich hier auch Grenzen. Ich weiß, die Grenzen sind natürlich relativ hoch, beim Opa sind es 200.000 Euro, beim Onkel 20.000 Euro, beim Papa sogar 400.000 Euro. Deswegen aufpassen, aber trotzdem auch bei den Weihnachtsgeschenken, denn auch hier gibt es natürlich diese Grenzen und wenn die überschritten werden, dann ist in der Schenkungssteuererklärung beziehungsweise eine Schenkungssteuererklärungspflicht und eine Schenkungssteuer fällt an. Dementsprechend, das sollte man natürlich auch nicht unterschätzen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen frohen Heiligabend. Ja, Heiligabend ist ja noch nicht, sondern Nikolausabend. Ich hoffe, ihr verbringt den Abend schön mit Familien, Freunde, Bekannte und sonst irgendwas. Guckt nicht zu tief in Glühwein, denn wir sehen uns morgen wieder, denn der Dezember hat ja, wie gesagt, jeden Tag ein Video und dann, wie gesagt, geht es weiter mit den weiteren Videos, die ich jetzt hier schon mal so ein bisschen angeteasert habe. Und wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend und ich werde es mir jetzt auch gut gehen lassen. Dann, mein Name ist Roland Elias, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.